Wollen wir mal gucken. Yay, ein Klebeband habe ich gefunden. Super. Ich mache noch ein Lagerfeuer. Kannst du machen. Also auf jeden Fall Alpha hin, Alpha her. Oder Early Access. Natürlich, da ist auch schon wieder jemand. Bugfight kriegen sie das Spiel nicht hin, aber sie können die Milliarden Gegner um die Ohren werfen. Also ich verstehe halt nicht, was da jetzt großartig... Ich hinterfrag's nicht. Also auf jeden Fall 30 Euro ist für diesen Haufen Müll aktuell, bis auf Optik, viel zu viel. Für 10 hätten sie es erstmal verscherbeln sollen, dafür, dass sie so wenig abliefern. Kommt ihr? Ich mach grad Feuer, Ach so, du machst Feuer. Stimmt. Kann sein, dass ich Leben verliere, weil ich bei mir kalt ist? Nein, eigentlich nicht. Kälte macht nur ein bisschen deine Ausdauer weg. Okay, das geht ja noch. Ich will nicht das gleich drauf tun, weil sonst sieht man nicht, ob es fertig ist oder nicht. Ja, ist ja. Nur das nicht. Meine Ausdauer schon wieder weg. Du brennst, ne? Ja, ich weiß. Ich habe halt nichts, was ich drauflegen kann. Hier liegen noch zwei Stücke Fleisch drauf. Kannst du nehmen? Alles klar. Ich habe noch vier gebratene in den Tag. Die sind schon durch, kannst du. Ich hab vergenommen, dass es nicht verbrennt. Ja, hab dir zwei Stück gegeben jetzt. Das Essen habe ich noch, ne? Ja, ich hab jetzt auch noch vier Stück, also. Vorsicht hinter dir. Willst du mich verarschen? Reden lieber ausweichen, die machen Zeugenschaden. Ja, ich seh's. Gott. Was zum Geier ist los mit dem? Also das können sie. Aber dass jemand einen Bug hat und sich nicht bewegen kann, oder... Yeah.
dumm. Guck mal, da kommen doch schon wieder welche. Ich habe keinen Bock auf diesen Rotz. Bei aller Liebe. Wer feiert das? Wer findet das geil? Ich weiß es nicht. Macht der Bogen so viel Damage? Wenn man gut trifft, ja. Also man kann mit einem Schuss töten. Die normalen. Jetzt keine Pfeile mehr. Tot. Also da wird das die Viecher so kommen. Kannst du mich jetzt... Ja. Das ist doch so eine Last. Endnight Studios? Wohl eher Inkompetent Studios. Bin ich mal vergeben? Geht das? Oder ich baue mir was noch was selber. Ich kann mal gucken, ob ich hier welche geben kann, ansonsten... Weil ich habe keine Stöcke mehr. Warte. Ja gut, ja. Stöcke ist... Gucken, ob das geht. Weil Federn habe ich genug. Habe ich noch 20. Keine Steine. Also Pfeile kann ich dir nicht geben, so wie es aussieht. Und doch. Wechseln. Wenn du nach unten schaust, kannst du Munition wechseln, ja. Ja. Wir müssen geradeaus in die Dingsbums, in die Höhle. Ich habe noch eine Plane gefunden. Herbstzeiten, Jahreszeiten, um das Leben zu erschweren, das können sie. Ja, aber man kann schon früher springen, indem man einfach mehrmals hintereinander schleift. Bitte? Das kann man ja auch machen. Indem man was? Mehrmals ineinander schläft. Was kann man dann machen? Die erste überspringen. Ach so. Hallo, ich würde gern trinken. Ich glaube, wenn du einen Speer, glaube ich, in der Hand hast, glaube ich, geht's nicht. Ich glaube, ich eine Hand frei haben irgendwie. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Der erste Forest war nicht so teuer. Und da konnte man ja noch Fehler verzeihen, aber hier? Die grundlegende Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob wir da reingehen sollten, weiß ich gerade nicht, weil, glaub, wenn man hier aufmacht, glaube ich, kommen stärkere Viecher, glaube ich. Ja, wenn wir die Story mitnehmen wollen, dann müssen wir da lang. Dann wenn wir einen Bildmodus haben wollen, wo wir einfach bauen, dann müssen wir von vorne anfangen und alles mal runterstellen, dass wir auch mal ordentlich bauen können. Weil auf normal kannst du es vergessen. Also, sie verstehen es halt auch. Wenn ich die Fackel raushole, dann wird es ja hell. Aber es bleibt halt nicht hell. Das ist dumm.
Hier müssen wir gut aufpassen. Ich höre was? Ja, die kommen hier. Oh, das, der macht viel Schaden. Ich bin tot. So, lebst wieder. Danke. Habt ihr den gekillt? Nein. Jetzt ist er tot schon. Warte kurz, nicht heute, warte kurz. Aber am besten alle gleichzeitig dran drücken, dann hat jeder was. Ich glaube, ja, glaub ich schon. Jetzt müssen wir in das Zart haben, dann können wir hier hinten gehen zu den. Das sind kriegt's mal wieder nicht mit. Nein. Nee, nicht komm. Eins. Oh, das wär du. Ja, Justin. Oh, Mann. Mach dein fucking Mikrofon stumm und komm jetzt hierher. Weil wenn wir das gleichzeitig machen, dann hat's jeder. Und nicht nur einer. Wenn du es nämlich lootest, dann... Ja, ich kann's ja nicht looten. Ja, das sind die Babys jetzt. Nee, noch nicht. Du siehst halt auch gar nichts in diesem Sch. Kann auch geblutet werden. Am besten fängt der Tropfen an, dann können wir auf darauf reagieren. Also zuerst im Herkommen, looten bei dem hier einen. Ist wirklich, dass das nur einer kann? Weil ich kann jetzt beide. Oh, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf den zu warten. Gut. Wenn einer anfängt, kann man ja immer noch machen.
das Inventar ist auch nicht unbedingt super. Was machst du? Ich versuch gerade irgendwie Hilt nichts zu machen, weil ich nichts mehr hab, aber. Kannst du nur durchs Essen eigentlich. Oder durch diese Medizin, die du jetzt nicht hast. Oh. Ist aber bei mir irgendwie. Weidenröschen? Aloe Vera und so ein Stängel. Plattenhalm. Auf jeden Fall, ich weiß nicht warum, aber also, nachdem ich Hogwarts Legacy gespielt habe, habe ich wieder ein bisschen Niveau bekommen. Im Sinne von, was willst du zocken? Und hier, das ist echt null. Du läufst in die falsche Richtung, glaube ich. Oh ja. Wollen wir links oder rechts gehen? Ich sehe ja nichts hier. Bei mir ist es irgendwie relativ hell. Nee, bei mir ist trotzdem nichts hell. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Schütteln, dann machen die extrem viel Schaden. Da ein bisschen Schabbat ausweichen bei mir nicht geklappt. Dankeschön. Ja, wenigstens das hätten sie machen können, dass jeder den Loot kriegt. Nein, aber Hauptsache massiv Mon. Ich weiß halt echt. Hier ist noch einer. Wir können auch looten. Den hier. Ich verstehe halt auch nicht, was ich dabei denken. Überhaupt denken. Hauptsache zigtausend Animationen, aber Balance und Spielspar. So, fast volle Rüstung habe ich jetzt. Ja, ich habe 3. Ich habe aber auch nicht volle Energie. Aber ich muss eh was essen. Für mich sah es gerade so aus, als würdest du gegessen werden.
Ja, bei mir stand es halt eher, als würdest du... Es sie ist halt wirklich nix. Also wenn jemand volle Rüstung hat, nicht looten, weil ich habe echt Probleme. Ich warte meistens, bis halt schon einer anfängt zu looten. Und dann mache ich den mit. Okay. Ich höre hier hinten Musik. Folgt doch einfach mal mir. Hier ist gerade einer. Ich weiß nicht, ob Feuer gut Damage macht bei denen. Ja, es geht. Erschreckt. Ja, warte. Noch. Der ist, ich habe auch echt Probleme mit meinem mit Müdigkeit. Ja, ich auch. Wollen wir uns hier irgendwo... Ja gut, ein Lager will ich mir nicht aufschlagen, weil nachher kommen die Lappen auf die Idee. Oh, da haben wir wieder ganz viele Sachen rein. Ui, aber ich habe selten so schlechte Spiele gesehen. Wenn ich jetzt noch Rüstung bekomme, kann ich sie dir dann geben. Okay. Weil ich sie jetzt voll. Ich habe jetzt nämlich nur noch eine. Aber ich wurde jetzt auch die ganze Zeit nicht getroffen. Weil ich sehe ja da... Deine Stimme auf meinem Bildschirm, auf meinem zweiten, da ist bei dir alles sehr dunkel, aber bei mir kann ich alles gut sehen. Wie? Du musst rechts gehen. Ich verstehe. Links kam hier. Ich verstehe es nicht. Vielleicht deine Bildschirmhelligkeit hochstellen? Ich weiß es ja nicht. Ja, mach ich doch. Da ist einer. Selbst wenn ich alles hochstelle, weil es liegt. Das hätten wir alleine gelootet, wahrscheinlich. Kann sein, ja, möglich. Den zweiten hier da, den kann man jetzt nicht mehr looten. Ja, passt. Ist jetzt nicht so tragisch, wäre natürlich geiler, wenn ja, aber... Haben wir nicht von hier? Nein. Ich habe mich komplett geirrt. Ja, das können sie. Aber ein gutes Gameplay abliefern, das können sie nicht. Ich glaube, hier geht's weiter, wo ich bin. Ja. Also hier müssen wir... Eigentlich sollte die Höhle, soweit ich weiß, nicht so groß sein. Weil hier waren wir auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht. Ja, hier kriegst du Dingsbums. Hier kriegst du die Dingsbums, die Bauchausrüstung. Nicht ins Wasser gehen am besten. Noch nicht, nee. Das ist was Bissiges im Wasser. Ja, wir müssen aber durchs Wasser. Nö. Doch.
Kannst einfach andersrum gehen, da geht ein Steg. Oder halt. Ja, aber du sollst hier die Taucherausrüstung, die Taucherglocke kriegen. Und dann sollst du hier durchtauchen, um irgendwie aus der Höhle rauszukommen. Hier habe ich die Taucherglocke. Tauchgerät habe ich hier. Der Hai weg oder ist er tot? Wollen wir ins Wasser? Ja, oder? Mal versuchen. Ja, Hai ist tot. Schon traurig, unter Wasser mit Taucherglocke siehst du einfach mehr wie eine Oberfläche in der Höhle mit einer fetten Fackel in der Hand. Hier ist halt unscharf auch unter Wasser. Ist doch egal, Hauptsache ich sehe ja. Irgendwas. Ich kann wenigstens 2 Meter sehen. Ich glaube, wir kommen am Meer raus. Kann gut sein, was der am Meer war. Genau. So. Ich glaube, wir sind sogar hier zu Hause, oder? Nein, glaube ich nicht. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir weiterkommen. In dieser Höhle findet ihr das wichtige Item. Tauchgerät. Hier finden wir den Seilwerfer. Der ist weiter runter. Da ist jemand. Der Kelvin. Der Hai ging dir auf den Sack. Okay. So, lass uns mal gucken, wo wir lang müssen. Und da runter und dann auf die rechte Seite. Eine der Höhlen. Oh! Für wen ist der denn? Hm. Dankeschön. Meiner. Liebe geht durch den Magen. Na siehst du, ist doch eine gute Supporterin. Jetzt müssen wir nur gucken. Welche Höhle wir nehmen. Ich mach mal gerne noch ein paar Pfeile. Warum kriege ich denn nicht eine ordentliche Karte? Wo kriege ich denn eine ordentliche Karte her? Sekunde.
So, dann muss ich mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu unserem Heimatstrand. Also ganz lang in diese Richtung. Weißt du, das ist auch total komisch. Sie können eine riesige Map. Eine riesige Map machen? Yo. Ich meine, ich finde es ein bisschen übertrieben, dass. Oh, es ist. Mir wird dunkel auch noch. Geh mal, wenn man. Es klingt halt weiß. Es klingt halt auch nicht, ne? Das ist halt das Dumme. Ich muss ja mal überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, einfach. Ja, brauchst nicht zu heulen, ihr habt uns angegriffen. Ihr könnt uns ja einfach mal in Ruhe lassen, nein? Jetzt erstmal vom Strand. Einfach durchrennen. Kein Bock auf den Shit. Halt dein Maul! Wir angreifen. Wenn man sonst nichts kann, außer irgendwie lauf von A nach B über eine halbe, über eine riesige Map, die eigentlich mehr leer ist. Dann nimm einfach ganz viele Gegner. Machen kurz einen Abstecher zur einen Höhle. Rechts gleich daneben. Mal hier. Wie rechts die gleich daneben? Da wo der pinke Dingsbums ist? Nee, der grüne. Der grüne Ring. Nee, da waren wir schon. Da musste. Ja. Das ist da, wo der Drucker ist. Dieser grüne. Ja, da müssen wir sowieso hin. Ja, und jetzt sage ich jetzt gerade hin. Achso, du hast ja noch keine Trinkflasche, ne? Ja, das schaffst du wahrscheinlich auch nicht. Bitte? Das schaffst du wahrscheinlich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber da können wir auch in der Höhle pennen. Doch, Justin hat sie. Der Einzige, der sie nicht hat, bist du. Gut. Dann kann man aber, trotzdem auch Pfeile drucken. Ja, Pfeile oder Schlitten. Ja, Schlitten habe ich auch. Ich weiß zwar nicht, wofür der Schlitten ist. Man kann im Winter es besonders unterschärfen. Ganz toll. Schlitten. Wir haben kein Loksled drin, aber ein Schlitten, um im Arsch die Treppe runter zu rutschen.
Aber mit Pech gibt es Bugs, wo du dich nicht, wo du nichts machen kannst. Das ist doch so dumm. Auf jeden Fall müssen wir, wenn du jetzt in diese Richtung gehst, geradeaus. Da in diese Höhle, wo der grüne Punkt auch vor ist. Dort gibt's dann den, soll's dann den Seilwerfer geben. Nach einer kurzen Tauchsession. Daher. Also dieses, du brauchst Item A und Item B zu finden. Das ist ganz nett gemacht. Oder immer Höhle gefunden. Ich glaube, in dieser Höhle brauchen wir den Seilwerfer. Ne, hier gibt's noch unten. Ich glaube, das kenne ich, das ist irgendwie eine Vorratshöhle, wo man Essen bekommt. Ja, aber hier müssen wir auch später hin, ne? Ja. Aber da können wir wenigstens übernachten. Die Höhle ist sogar extrem interessant. Man kann ihn nicht übernachten. Klatschen bringt nichts. Hier gibt's nichts. Hier gibt's noch was zu essen. Und die Tür. Was auch nicht schlecht war eigentlich, so gut das stimmt. An sich nicht, nö. Ich dachte, hier gibt's wenigstens auch einen Ort zum Übernachten oder so, aber. Und damit? Justine? Ich kann nachwerfen, dann vielleicht merkt er es dann, dass wir losgehen. Das ist ehrlich. Eine Rüstung hab. Und eine Rüstung habe ich noch. Gar nichts mehr. Das ist krass, das Licht, was der Justin macht, das erhält mehr als mein eigenes Licht. Wenn ich meine Fackel auspacke, dann sehe ich gar nichts. Das ist anscheinend, wieso ich so gut gesehen habe, weil ich alles die Fackel hatte. Ja, das ist so dumm. Warum bricht denn ständig meine Audio ab? Aber nur bei dem Spiel. So, wir müssen jetzt geradeaus in die Höhle. Oder meinst du? Bitte? Nee, geradeaus. Ganz geradeaus. Da, wo du. Ja. Für Base schon mal so. Geh zurück. Also von den Dreiecksgeschwader der Rechte. Ja. Wir sollten uns erstmal zurück zur Base gehen und wir Essen nachholen. Ich hab noch. Also ich kann euch was geben. Wir haben ja eben ganz viel auch eingesammelt. Stimmt. Das Einzige, was kritisch wird, ist bei euch die Getränke, aber wir haben ja Flüssi überall in der Nähe.
das sind eher kein Problem.